Wir sind hier in der Speisemeisterei im Schloss Hohenheim. Bleibt dran. Die Speisemeisterei befindet sich im Schloss Hohenheim in Stuttgart und wir begrüßen einen der besten deutschen Handballer, den es je gab. Kann man so sagen, Markus? Stimmt ja auch, ja? Markus Bauer? Wenn du das sagst. Ja, Spielführer der goldenen Generation und der goldene Weinpunk hier heute neben mir, Marco Zanetti. So, jetzt kommt der erste Tropfen auf den Tisch. Ich bin gespannt. Ich auch. Wir sind immer schon sehr gespannt, was ins Glas kommt. Vor allem gerade jetzt, wir haben heute wieder ein Drei-Gänge-Menü, Margo. Drei-Gänge-Menü mit Weinbegleitung, ganz wichtig. Ja. Und wir gucken immer so ein bisschen aufs Paar. Geht immer, also jetzt klar, du wirst den Wein beurteilen, wie der Wein alleine schmeckt, das gleiche beim Essen. Aber wir gucken am Ende auch immer ganz gern, wie schmeckt das Paar. So, deswegen ist auch die Aufgabe des Sommeliers sehr wichtig. Sehr wichtig. Zum Wohl. Markus, herzlich willkommen. Oder ja, danke für die Einladung. Tschüss. Eigentlich müssen wir danke sagen, dass wir hier sein dürfen, weil du bist ja sehr dein Wohnzimmer sozusagen. Ja, Chardonnay, auch ein Klassiker, selbst in Österreich mittlerweile eigentlich die weiße Rebsorte im Burgund und auch eine der drei Hauptrebsorten im Champagner. Da sind wir jetzt mal gespannt, was er zum Essen bringt. Passt sich unheimlich gut an Speisen an. Also Pinot Noir, sprich Spätburgunder und Chardonnay, das sind oft so Rebsorten, die funktionieren unheimlich gut mit Essen in Kombination. Ne? Die bringen Würze mit, die sind nicht zu laut vom Aroma und haben eins, was ganz wichtig ist, die stützende Säure. Also alles, was so auf den Gaumen kommt mit ein bisschen Fett, kriegt durch die Säure nochmal einen Push. Okay. Aber schmeckt lecker. Ja, wichtig ist, dass du am Stielen immer nimmst. Das habe ich jetzt gelernt durch Margo, weil ich früher mir so gemacht habe. Und dann siehst du auch das Schwenken. Ein bisschen Kultur hat noch keinem geschadet. Ja, betreutes Trinken mit Crazy Karl und Margo Weinpunk. Ja, Markus, eine prägende Figur des deutschen Handballs. Kann man schon so mal ein bisschen sich selbst auf die Brust kloppen, oder? Machst du ja gerade und danke dafür. Also ich war froh, dass ich zu dieser Generation gehören durfte. Ja. Und war auch stolz, dass ich da eine wichtige Rolle inne hatte. Also, ja. Na, das hat auch ganz gut geklappt. Ja, ja. Dann trinken wir mal auf die gute alte Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die deutschen Handballer, die uns jetzt zuschauen, hätten es gerne wieder. Wir hatten einen Pommes ja schon in der Sendung. Ja. Ja. Das war mein Zimmerkollege übrigens. Ja. Über Jahre. Ja, klar. Siehst du, du wählst die Guten ab. Ja. Machen. Marco, was hast du denn jetzt zu der Auster? Wir werden ja praktisch Auster-Spezialisten langsam, weiß ich, ja? Was mir unheimlich gut gefallen hat, ist so dieses Spiel mit Texturen. Ja, du hast so das Cremige oben, dann kommt so ein bisschen das Salzige und Crunchige vom Radieschen unten rein. Dann hast du so diese Meeresbrise, die von hinten wieder hochkommt. Also ist schon ziemlich gut gemacht. Ne? Du hast im ersten Moment gar nicht das Gefühl, du isst eine Auster. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Das hat gar nicht nach. Aber dann der kräutrige Geschmack beim Abgang. Und vor allem der Nachgeschmack ist dann wie frisches Seewasser, ne? So richtig wie frische Kist. Ja. Sehr gut. Und der Wein drauf, das ist dann halt. Ja, das ist halt, was Chardonnay kann, das passt sich unheimlich gut an. Ja, ja, das siehst du, also da haben wir wieder was gelernt. Der Chardonnay passt sich gut an, wie wir. Ja. Also, wenn wir nicht wissen, welchen Wein, dann nehmen wir einen Chardonnay. Also, es gibt so wirklich drei, vier Rebsorten, die sind eigentlich ja, idiotensicher, möchte ich fast sagen. Ja. Riesling, vor allem, wenn er so ein bisschen Restsüße hat, dann Chardonnay passt sehr, sehr gut. Gerade wegen der Würze und der Säure. Und hier, wenn jetzt noch ein bisschen Kohlensäure in Form von einem Champagner dabei gewesen wäre, das hätte dem Ganzen noch das Krönchen aufgesetzt. Okay. Ja, und Spätburgunder eben auch, ne? Und es wird mich auch nie langweilen. Also egal, wie oft ich die Kombinationen habe, die schmecken immer wieder neu. Echt und die machen es einfach rund. Ja. Also jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, jetzt bin ich ganz kurz sprachlos.
So, dann soll ich dir mal so deine Pommes rübergeben? Ja, gerne. Ja. Guck mal auf den Teller hier. Ja, danke schön. Dann helfe ich dir mal beim Abräumen von dieser fulminanten Auster. Lass die doch da stehen, die stört doch nicht. So, dann, Marco, jetzt sind wir immer noch bei dem Chardonnay. Super, auch hier wieder ein schönes Spiel mit Texturen. Oh, ist lecker. Es beißt sich überhaupt nichts. Mhm. Also, es ist irgendwie passend. Also, ich bin jetzt nicht der Oberweinkenner. Also im Endeffekt geht es darum, schmeckt gut oder schmeckt weniger gut, wie immer. Alles andere ist eh Quatsch, ne? Und das jetzt, das Essen zusammen mit dem Wein, schmeckt einfach super. Also, warum das jetzt so ist, das musst du mir erklären. Man nennt es auch oft den Umami-Effekt. Sprich, der fünfte Geschmack. Wenn in der richtigen Menge von den Grundgeschmäckern die Komponenten vorhanden sind, bitter, süß, sauer, salzig, dann gibt es noch ein rundes Geschmacksbild. Und das ist in den seltensten Fällen, dass es jemand nicht schmeckt. Also man hat so dieses Gefühl. Ne? Da muss ja der Koch echt was, also der muss richtig wissen, was er tut, oder? Du könntest jetzt die beste Pommes deines Lebens essen. Die ist großartig. Du könntest die beste Pommes deines Lebens essen. Schon die beiden, das Ketchup und diese Senf. Aber ist die Pommes. Wir hören auf zu drehen, wir fahren heim. Wenn es so weitergeht, wird alles gut. Das ist Himmel. Ganz oben. Also ich habe tatsächlich aufgehört, irgendwann Pommes frites zu essen, weil es nur noch überall beschissene Industriepommes gibt. Ja, genau, das ist ein großes. Und das macht keinen Spaß, also nur irgendwie, um eine Pommes zu essen. Aber hier ist halt, du hast erstmal Crunch, ne, dann hast du fast cremig die Kartoffelmasse in der Mitte. Und vor allem, das schmeckt so intensiv nach Kartoffeln. Mhm. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer, auch das in guter Qualität, hey. Da machst du aus einer Kartoffel ein Erlebnis. Würde ich mal sagen. Dann können wir mal auf den ersten Gang hier anstoßen. Hm? Speisemeisterei, 12 Points. Hat schon wieder riecht, ey. Ja. Sind wir wieder bei dem Thema, sein Lieblingsthema, dass auch ein Weißwein älter sein darf. Muss. Sowas schmeckt jung einfach nicht. Ne? Das ist so, wenn irgendwo viel Talent drin steckt, das muss man sich erstmal so ein bisschen, der muss man Zeit lassen, dass sich das entwickelt. Gibt es da eine Regel, bei welchen Weinen das so ist oder in welchen Jahren das so ist? Nee, das ist vor allem ist es so ein bisschen Weinstil abhängig. Aber ich sag jetzt mal, hier sind wir im Burgund. Chardonnay wie vorher, aber Pouligny-Montrachet oder Chassagne-Montrachet, das sind Weine, die brauchen einfach Zeit, um sich zu entwickeln. Ja? Da lacht wieder mein Gaumen. Das sind Weißweine, wenn die wirklich aus guten Jahren kommen, von guten Erzeugern, die können 20, 25 Jahre alt sein. Die schmecken noch frisch, die haben natürlich so ihre reifen Noten, aber es sind mega Weine auch zum Essen. Okay. Nee, das sieht ja, fast zu so gut aus, ja, das zum Essen. Man traut sich keiner dran. Aber ich trau mich. Ja. Da bin ich jetzt auch mal. Saibling eigentlich auch so ein völlig unterschätzter Fisch. Ne? Man sieht ja viel zu oft geangelte Ware oder teilweise dann auch noch Zuchtware von irgendwo. Ne? Und wenn es dann regional einen guten Fisch gibt, das liebe ich. Ja. Und jetzt den Wein dazu. Genau, rück den Wein zusammen mit dem Fisch. Kannst du dann daheim auch ein bisschen glänzen mit dem Fachwissen? Mhm. Ich bin ja in jeder Sendung bekannt dafür, dass ich alles aufesse und auch alles leer trinke. Ja. Was auch hier wieder schön ist. So das Spiel mit Texturen, ne? Du hast so das Cremige, hast so das Fleischige vom Fisch, was aber trotzdem nicht zu fest ist. Obendrauf so ein bisschen Crunch. Dann hier und da neben dem Rettich auch ein bisschen, Alge verirrt mit Absicht, Gott sei Dank. Salicorn oder Passepierre. Das Schöne ist, wenn er das erklärt, das versteht man. Ja, nee, ja. Und wenn du denn zuhörst, und dann schmeckst du es auch. Genau, also. Ja, genau. Denkst du noch, ja, und dann du gesagt, auf einmal Crunch und ab, Crunch. Aber auch der. Und Kaper? Kaviar finde ich auch. Das ist ein Kaper finde ich ganz schön. Du hast einfach so ein bisschen diesen salzig-bitteren Twist zwischendrin. Ja. Was gar nicht so einfach zu kombinieren ist mit Wein. Ne? Also Kaper ist auch so ein bisschen eine Tücke in sich. Das war großartig. Großartig, ja. Genau. Das ist jetzt essenstechnisch in der Klasse, in der du Handball gespielt hast. Es gibt ja nur 2 Sterne und 3 Sterne. Aber als du die Karriere so mehr oder weniger beendet hat, bei dir war ja eigentlich klar, dass du Trainer wirst. Haben immer alle gesagt. Ja, der da bist du ja auch geworden erstmal. Ja, genau.
Ja, und ja. So ist es auch geworden. Also es, ich habe leider dann dadurch eine Olympiade verpasst, 2008, ja, oh. Weil ich ja da direkt Bundesliga-Trainer wurde und an sich gab es den Deal, oder nicht den Deal, die Absprache, die Olympiade spielen zu dürfen, obwohl ich schon nicht mehr aktiv Bundesliga spiele, sondern ich sollte dann die Vorbereitung ganz normal mitmachen. Wenn die Leistung stimmt, fliege ich mit nach Peking. Und wenn eben nicht, dann fahren eben andere. Und dann hat aber der Verein entschieden, leider, dass der Trainer gehört zum Team. Also durfte ich die Vorbereitung gar nicht mitmachen, obwohl von meiner Mannschaft 9 Spieler bei Olympia waren. Sind wir wieder bei Douze-Point, hä? Douze-Point? Douze-Point. 12 Punkte, Leute. Sein Vater hat immer so einen Seppelhut auf, also einen bayerischen Hut aufgehabt, so einen Spitzhut. Dann hast du bei Olympia 20.000 Zuschauer reingeguckt, mittendrin springt sein Vater hoch. Bitte. Also ich habe gewusst, wo er sitzt. Ja. Ja, also hier sieht man schon, das ist ein bisschen gereift, ne? Also es ist nicht mehr ganz frisch. Gereifte Spätburgunder, genau wie ein bisschen gereifte Chardonnays, was ich eingangs sagte, sind immer super Partner zum Essen. Aber die lagern ja, können wesentlich länger lagern. Ja, vor allem große Spätburgunder, ja. Da gibt es in Ausnahmefällen Weine, die schmecken 30, 40 Jahre. Und länger. Jetzt kommt der, Chef persönlich. Der Chef persönlich, der hohe Besuch, ja. Der Küchenchef. So, dann hätten wir jetzt für Sie das Hanging Tender Steak. Wir haben eine XO-Soße, die ist oben drauf. Dann sind Röstzwiebeln, ein bisschen Schnittlauch. Dann haben wir einen Auberginen-Kompott mit Buchenpilzen angelegt in einer Umami-Brühe, bisschen Spinat als Salat und Polenta. Ja, ihr merkt, wir sind immer noch in der Sterneküche hier. Eigentlich will ich nicht nach Hause. Vielen Dank. Ja. Ihr könnt auch gerne hier diese blaue Couch als Übernachtungsmöglichkeit anbieten. Ich bleibe hier. Ja, also in der Tat, Hanging Tender hat er mir jetzt eine riesen Freude mitgemacht, weil es ist wirklich mein Liebling, also das liebste Stück überhaupt, was ich von dem Rind habe. Ja. Okay. Wieso habe ich das noch nie gehört? Weil wir noch nie so gut essen waren wahrscheinlich. Nee, in der Tat esse ich sehr wenig Fleisch auch. Aber wenn vom Rind, dann bevorzugt das Anglais oder den Nierenzapfen. Klingt unattraktiv, aber schmeckt köstlich. Ach, sehr lecker. Es ist halt einfach von Anfang bis super Ende gegart. Höchstes Niveau. Wahnsinn. Die Soße, das ist, die Schüle ist ein Traum. Und der Wein als Begleiter ist halt auch perfekt. Der Weg nach Stuttgart hat sich mehr als gelohnt. Ja, es gibt so Momente, da verstummt man einfach, ja, wenn es gut ist. Es gibt dann so ein wohliges Gefühl. Da bedarf es auch weniger Worte, glaube ich. Aber merkt ihr auch hier wieder so schön, also was mir auf Anhieb gut gefällt, ihr merkt es wahrscheinlich an euren Lippen, die Jus, die Soße, die klebt schon fast ein bisschen. Also ist super schön reduziert, ohne dass es so übermäßig Bitterstoffe kriegt. Und auch hier wieder führt sich das fort, was wir schon beim Amüs eigentlich hatten. Diese tolle Balance aus Süße, ja. Säure und dann die verschiedenen Texturen. Das ist echt fein, fein, fein. Das ist Sterneküche. Ja. Naja, und das Pairing? Top. Das Pairing finde ich super. Also ich bin eh ein großer Freund davon, Spätburgunder einzusetzen. Ja. Gerade wenn kräftige Jus irgendwie im Spiel sind, weil das frischt einfach das Maul auch wieder so ein bisschen auf. Ne? Die Säure vom Spätburgunder, die macht eben, gibt schon mal so ein bisschen frischen Wind über die Zunge. Und gerade wenn es dann so ein bisschen gereift ist, ne, dann ist es auch nicht mehr so aufdringlich, sondern man kriegt dann so ein bisschen diese Sous-Bois-Aromen, also dieses Unterholz, eher so das Moosige, da steht nicht mehr so die Primärfrucht im Glas. Das passt perfekt. Also fand ich eine tolle Kombi, auch mit den Buchenpilzen zum Beispiel. Tschüss. Schön mit euch. Ja. Wir machen im Moment gerade die Weltmeisterschaft im Anstoßen. Ne? Ja. Wir versuchen da neue Rekorde aufzulegen. Ja. Also wir, genau. Wir drei jetzt. Ja. Wir sind gut unterwegs. Ne? Wir warten wieder gespannt auf den Nachtisch. Und haben den Stefan Gschwendtner am Tisch, den Sternekoch. Ja. Und Stefan, wir sind hier alle drei bei Douze-Point, ja, 12 Points. Wie wird man eigentlich so? Sternekoch oder wie kommst du jetzt hierher?
Wie hat sich das entwickelt? Also kochen tue ich schon, seitdem ich denken kann irgendwie. Also ich habe schon mit 11 stand ich schon am Herd und habe meine Mutter da entlastet. Also hatte ich schon mein eigenes kleines Restaurant. Das heißt, das hieß damals, wir waren in Saudi-Arabien für 6 Jahre mit meinen Eltern. Das hieß Palmenstüb. Ich habe dann so eine Speisekarte geschrieben. Die habe ich denen dann morgens gegeben. Sie konnten sich aussuchen, was sie essen möchten. Ich war dann einkaufen. Mit 11? Mit 11, ja, oder war 10, 11 so rum. Und bin dann irgendwann auf Pappteller umgestiegen, weil das Lästige war nicht das Kochen, sondern das Spülen danach. ja, und ich muss sagen, aus dieser Leidenschaft, die ist geblieben, war es halt irgendwann für mich klar, dass es einfach nur der Koch sein kann. Wenn wir beide mal eine Fernsehsendung machen würden, das heißt, Biete Gschwendtner, da muss einer kommen und muss diese Pommes, das ist die beste Pommes der Welt. Ich habe gerade noch niemanden den Also das wäre eine Fernsehsendung wert. Da würden, können sie alle 5000 Köche aus aller Welt kommen, können deine Pommes, schafft keiner. Also mein, ist es ein Gag, so Pommes mit Ketchup und Mayo. Pommes Rot-Weiß, ist super, oder? Ja. Ist der Wahnsinn. Also, dann, du musst ja noch arbeiten, deswegen stoßen wir mit dir nur mit Wasser an. Ja. Wir sind gerade bei der Weltmeisterschaft im Anstoßen heute hier. Sehr schön. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank. Kannst du dir das einfach vorstellen, nochmal zum Handball zurück? Oder bist du jetzt auf dem Weg, wo du sagst, ist ganz cool? Also du musst, kannst jetzt frei reden, wir nageln dich später auf nichts fest hier. Nein, es ist ganz cool so, wie es ist. Aber heutzutage weißt du eben nie, was passiert. Also das ist, ich habe 40 Jahre diesen Sport gemacht, geliebt, viel erlebt. Und das prägt natürlich. Und das, was ich jetzt mache, das prägt auch und das macht mir unheimlich viel Spaß. Aber wer weiß, was in übermorgen ist, quasi, keine Ahnung. Aber du hast ja in deiner, du hast ja mit deiner Karriere eigentlich ziemlich viel richtig gemacht. Ziemlich viel richtig. So wie es gelaufen ist. Alles kann man nicht richtig, aber ziemlich viel. Ja, aber ich habe auch in gewissen Situationen vielleicht auch das Quäntchen Glück gehabt, dass ich gesund geblieben bin. Aber ich habe, glaube ich, 10, 12 Jahre nichts gehabt. Ja, es gibt fast nichts Schöneres wie eine Auslese zum Abschluss. Ja, ja, Riesling Auslese. 2003 übrigens ein ziemlich heißes Jahr. Man hat also schnell eine Auslese irgendwie machen können, weil die Zuckerwerte dementsprechend hoch waren. Was hier aber auffällt, das hat überhaupt nichts Überreifes. Das hat nichts Marmeladiges in der Nase, sondern riecht eher frisch und floral. Hast du fast was von Jasmin. Merkst zwar die Süße, ja, die Riesling gibt auch die schöne Säure noch mit, aber es ist insgesamt eher leicht, es ist nichts Fettes. Finde ich richtig gut. Und das bittersüße Ende, schöner kann es kaum sein. Mhm. Jetzt sind wir praktisch beim Handball-Weltmeister 2007 hier und essen weltmeisterlich. Das ist Weltmeisterfinale 2007. Ich habe jetzt an allem überhaupt nichts auszusetzen. Also ich finde gar nichts. Also war es weltmeisterlich überraschend. Aber das Wichtigste an allem, bei jedem Essen und bei jeder Trinkrunde, da möchte ich jetzt mal ausstoßen, ist immer die Gesellschaft. Ja. Die muss stimmen. Das ist unsere Message. Vielleicht macht das noch mal was, das macht sicherlich noch was dazu aus, dass unbedingt. Es perfekt ist. Unbedingt. Also wir möchten uns auch hier bei der Speisemeisterei bedanken. Markus bei allen. Margo, also wirklich, mir fehlen die Worte. Markus macht die Abmoderation, bitte. Ja, okay, also vielen Dank für die Einladung. Ich war überzeugt von vornherein, dass wir hier weltmeisterlich bedient werden, ein weltmeisterliches Essen bekommen und weltmeisterliche Weine. Also, dass wir einen perfekten Abend haben und... Und mit euch zwei hat es richtig Spaß gemacht. Ja, mit dir auch.